Sie sitzt im Zug und hält Kopfhörer an, lässt ihre Musik ganz laut. Zu viel Leute, zu viel Lärm und jemand Fremdes nebendran. Das alles macht sie fast kaputt, fast kaputt. Es wird erwartet, dass sie rausgeht. Und an jedes Familienfest. Niemand merkt, dass sie dort am liebsten abseits steht. Sie das stresst mit all den Gästen. Mit all den Gästen. Ich am liebsten einfach daheim, statt mit den Leuten zusammen, lieber allein. Das Leben fordert sie sehr und sie braucht sie immer mehr. Wenn ist das alles, alles vorbei, wenn kann ich mich selber sein? Und manchmal wünsche sie sich ein Schild auf der Stirn, wo drauf steht: Sorry, ich bin gestört. Dass die Leute begreifen, dass nicht alles rund läuft im Hirn und das Pöppeln endlich hört. Ich am liebsten einfach daheim, statt mit den Leuten zusammen, lieber allein. Das Leben fordert sie sehr und sie braucht immer mehr. Wenn ist das alles, alles vorbei, wenn kann ich mich selber sein? So lebt sie ihr Leben. Macht so gut, geht ihr Ding. Ohne Freude und ohne Mut. Dann kommt Corona und Social Distancing. Und ihr geht's jetzt plötzlich gut.